Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und wir sind in der Zeit nach den nach dem ersten Raketenstart. Und nun wollen wir schauen, wie stark können wir unsere Produktion an Flächen steigern. Wir sind hier bereits an der Unendlich-Forschung dran. Und so wie es aussieht, die brauchen alle 60 Sekunden für die Forschung und alle Labore sind am Laufen. Was wir hier machen könnten, ist Module reinpacken, damit die etwas schneller laufen. Und dann vielleicht statt den gelben langsamen Greifarmen machen wir hier Stacker-Greifarme hin. So dass die Fläschchen schneller durchgereicht werden und auch in diese Richtung. Und nun sehen wir, dass nicht mehr alle Labore mit Fläschchen versorgt werden, weil unsere Bänder zu langsam sind. Also machen wir ein Update von den Bändern. Und auch diese Bänder hier. Output. Und hier. Und dann geht's hier weiter. Da nach oben. Das Band. Hier die Ausgangsbänder. Und hier alles. Und dann auch für die restlichen. Jetzt, wo wir schnellere Bänder haben, doppelt so schnelle, sehen wir, dass die gelben und die roten Fläschchen am Anschlag sind. Und wenn wir hier schauen, wie unsere Produktion aussieht, dann sehen wir, dass zum einen hier Greifarme fehlen. Zum anderen aber, dass diese Montagemaschinen zu den ältesten gehören, die wir überhaupt haben. Das heißt, wenn wir das hier updaten, vielleicht zweimal auf die roten, dann sollten wir bereits mehr
Output sehen. Und dann müssen wir natürlich auch ein Auge drauf haben, wenn wir hier mehr schneller produzieren, dann brauchen wir auch schneller Material. Und das wird einen Effekt hier auf unserem Bus haben. Und da sehen wir bereits hier, Zinn kommt nur noch auf der Hälfte daher. Auch Kupfer ist etwas löchrig. Und zumindest die roten scheinen sich etwas mehr anzustauen. Bei den gelben noch nicht. Vielleicht machen wir hier nochmals ein Upgrade. Inputmäßig denke ich, haben wir genügend. Und wir wollen dann auch mal schauen, was stellen wir denn überhaupt her? Da werden wir nicht die hohen Mengen haben, aber wir werden Mengen haben. Die Weltraumforschung, da produzieren wir am meisten davon. Aber wir sehen, die kommt so in Peaks. Und welche fehlt uns jetzt noch? Militärforschung wahrscheinlich. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt Militärforschung? Wird das konsumiert? Denn wenn wir keine in der letzten Stunde hergestellt haben, dann tauchen sie hier auch nicht in der Liste auf. Sieht so aus, als hätten wir sie nicht drin. Und hier haben wir einen Peak von 240 für die roten oder gelben. Für die gelben. Ja. Und das sind Anzahl pro Minute. Wenn wir das durch 60 teilen, dann haben wir 40. Nein, 4. 4. 4 die Sekunde. Aber anscheinend immer noch nicht genügend. Aber nun könnte es am Eingang liegen, denn hier bekommen wir einfach zu wenig Eisen rein. Aber das könnte durchaus auch am langsamen Greifarm sein. Liegen. Denn wir haben hier noch ein recht volles Band und vielleicht braucht dann auch dieses Band hier ein Upgrade.
Hier scheinen die Greifarme. Ja. Ja, die haben wir natürlich vergessen abzudaten. Und dann brauchen wir auch hier. Schnellere Greifarme. Und ah ja. Hier sollten wir natürlich, nachdem wir vom Band genommen haben, wieder ausbalancieren. Denn sonst haben wir definitiv zu wenig. Und hier brauchen wir einfach mehr. Wenn wir das mal so machen und so, das dürfte einen Effekt haben. Wenn wir jetzt hier das so machen, dann brauchen wir den hier nicht. Und hier das Fließband wollen wir vielleicht auch auf Gelb wechseln. Einfach, dass die Maschinen hier unten auch eine Chance haben, an Greifarme zu kommen. Dann bis hierhin machen wir auch gelb. Und das leert doch unseren Eisenvorrat, unser Eisenband recht. Und wenn wir hier dann weiter nach links gehen, dann sehen wir, hier kommt kaum noch was an. Ich sehe, unser Kunststoff ist da brauchen wir auch mehr. Das heißt, nächste Runde ist Update von Inputmaterialien. Eisen dürfte nicht allzu schwer sein. Da können wir einfach noch zwei Bänder hinlegen. Der Knackpunkt war zumindest dann mal, dass Eisen nicht zu schnell beladen werden konnte. Aber hier haben wir einen vollen Zug. Und was ich hier machen musste, war hier zwei Output-Bänder, zwei rote Output-Bänder, zwei schmelzen, sodass wir mehr Eisen rausbringen, sodass wir das dann auch verbrauchen. Aber ich mache rasch mal Eisen und dann müssen wir schauen, was ist mit unserem Kunststoff los. Da ich schon mit Eisen beschäftigt war, hier auf vier Bänder zu erweitern, habe ich dasselbe auch für Kupfer gemacht, sodass wir uns da nicht in 5 Minuten darum kümmern wollen. Aber zuerst schauen wir, was machen wir da mit Kunststoff. Ich habe da so meinen Verdacht, dass das irgendwo am Input liegt. Chlor. Zu wenig Chlor.
allzu viel. Zu viel von dem. Dann machen wir Pumpe hier. Und da ein bisschen Platz bis hier hinten raus. Und dann hier ein bisschen in die Luft pumpen. Voilà. Das sollte das Volumen an Wasserstoff reduzieren und die Produktion von Chlor erhöhen. Wenn wir hier ein Auge drauf haben, nimmt nicht wirklich zu, aber wir scheinen hier eine Maschine mehr bedienen zu können. Was wir hier machen können, ist doppeltes Upgrade, dann laufen die schon mal schneller. Und sollten dann auch mehr produzieren. Ja, jetzt füllen sich die Tanks. Aber dann müssen wir einfach auch hier schauen, dass wir das Zeug vom Band bekommen. Doch mal mit Greifarmen, und da werden wir wahrscheinlich alsbald wieder in die Situation gelangen, dass wir hier voll sind, während wir hier noch Kunststoff produzieren. Was wir hier machen können, ist ein paar Produktivitätsmodule reinpacken. Mehr hatte ich nicht. Und die Greifarme sind zu langsam. Sieht fast so aus, als ob wir hier nun auch ein zweites Band bräuchten. Die Frage ist allerdings, brauchen wir effektiv so viel Kunststoff? Das ist eine Frage, die wir nicht jetzt beantworten. Hier sehen wir, unsere Forschung steht wieder still, weil wir keine Wissenschaftsforschungen haben. Und hier da können wir das so abklemmen. Dann müssen wir einfach mal schauen, warum haben wir keine Raketenstarts. Es ist möglich, dass hier irgendwo auf dem Band eine Ladung daherkommt, denn die Raketenstarts sind ja nicht kontinuierlich, aber so wie es aussieht,
ist das ganze Band leer. Wir haben keine Rakete am Start. Wir haben... Warum? Warum? Ammonia. Weil zu wenig Wasserstoff. Dann leere ich mal diesen Tank. Das sollte die Produktion hier wieder ankurbeln. Und dann werden wir hoffentlich in Bälde mal einen weiteren Raketenstart sehen. Und damit haben wir mal gesehen, wie unsere Produktion aussehen könnte an den Fläschchen. Wir haben hier Peaks von fast 300. Das ist der, den wir angeschaut haben. Und ich denke, wenn wir das sehen, im Prinzip 4 Fläschchen pro Sekunde. Wenn wir mit all den anderen Wissenschaftsfläschchen auch auf diese Zahl kommen, dann bin ich schon glücklich. Denn ich denke, viel mehr werden wir mit diesem Setup nicht erreichen können. Denn wenn wir hier vorne die Materialien für unsere Forschungen verwenden und vom Band nehmen, dann fehlen sie weiter hinten für die höheren Forschungen und da fehlt ein Förderband und dann kommt das Ganze ins Stocken. Gut, das war's für heute. Teil 1 von unserer Optimierung für mehr Forschungsflächen. Und nächstes Mal werden wir weiterschauen, wie wir da noch mehr rausbekommen können. Also bis dann und tschüss!